So, Kampagnen. Römermission 5 müsste das gewesen sein. Wir haben einen Fuß im Westen und niemand wird uns hier mehr vertreiben. Der nächste Schritt wird uns zu Herrschern über diese Welt machen. Wenn wir Vorsicht... Schaffe ich das überhaupt? Dürfen alle kein Gold sammeln? Sammelt die KI aktiv Gold? Nicht auf leicht normal ist machbar. Du redest hier von jemandem mit, der sieht da 3 so gut wie nie spielt. Ich bin schon froh, wenn ich meine ganzen Gebäude hier finde. Was ist das bitte für ein Map? Oh, sag nicht, das ist eine Inselkarte. Also eine richtige Inselkarte, wo man richtig... Oh, Junge. Das klingt nicht nach Spaß. Haben wir hier irgendwo ein paar Geologen? Ja, bitte. Oh. Wir brauchen, glaube ich, direkt schon mal eine Getreidefarm. Weil die brauchen ja 10 Minuten hier. Geht die Lautstärke so? Wir wollen, dass du auf normal spielst. Passiert aber nicht. Aber wie... Ernsthaft, geht die Lautstärke? Weil ich finde die Musik ziemlich laut. Warenverteilung. Fisch. Geht bitte auf alles. Man kriegt auch immer so viele Angeln zum Start, habe ich das Gefühl. Siedler 3 spiele ich nicht auf normal, Punkt. Mach mal ein bisschen leiser die Lautstärke. Ja. Sehe ich aber gerade auch so. Lautstärke-Mixer. So, das ist besser. Wenn du keine Tipps willst, ist alles... Du hast auf der Insel keinen Platz für normale Nahrungsproduktion. Also zumindest eine Bäckerei möchte ich aber hier schon unterkriegen. Boah, so viel Gold auch. Ach du Kacke, ja, hier kriegst du ja echt gar nichts unter. Brauchen wir mehr als 3 von den, Fischerhütten? Haut das hin? Stimmt, wir müssen ja auch noch Mana hier unterkriegen. Das muss auf jeden Fall sein, damit wir göttliche Aufwertung machen können. So, wo bauen wir die Kaserne? Die Kaserne kann doch irgendwo hier hin, oder? Macht mal hier die Bäume weg.
Kann man diese Karte überhaupt verlieren? Also es hat ja in Siedler 3 noch jede Karte eine Niederlagebedingung. Hier ist doch schon ein Forsthaus. Warenbestand, wo ist das? Nein. Acht Spitzhacken haben wir. Ja, stimmt, die Pios sind ja hier so günstig. Was ich ein bisschen uncool finde, sind die Lager. Weil du kannst kein Waffen- oder Werkzeuglager machen, weil du halt es auf eine Ware festlegen musst. Oder halt auf alle, die du normal einlagern möchtest. Soll ich komplett auf Schwerter gehen? Weil ich muss die auch alle rüberkarren. Keine L1-Routine habe ich nicht vor. Irgendwo müssten wir ein Warenlager für Gold einrichten. Warte, können wir hier noch eine Goldschmelze hinquetschen? Geht das? Ja. Und dann kommt noch eine Kohlemine hier hin und eine hier hin. Rekrutiert er jetzt automatisch? Hä? Macht er jetzt oder macht er nicht? Okay, der macht. Hallo? Du sollst eine Fähre bauen. Ja gut, du könntest mal weiterlaufen. Muss erst den Anlegepunkt. Hab ich ja. Hier ist doch. Fehlt ein Hammer. Wäre möglich, oder? Dann bräuchte ich doch eine Werkzeugschmiede. Aber ich habe das Gefühl, in S3 ist
ist das Spiel nicht so wählerisch mit den Hügeln für Wein. Geht das mit zwei Weingütern auf einem Tempel? Oder sollte ich gucken, dass ich irgendwo noch einen baue? Weil ich weiß nicht, ob ich so rechtzeitig auf die Dings komme, auf die L3 Sherties. Aber das ist jetzt auch so eine ziemlich maximierte Insel. So alles auf engstem Raum gequetscht. Komm, mach die mal auf Prio. Das hier kann ich durchproduzieren. Ich hätte ja gerne mal den ganzen Shit hier weg. Wie viele Betten? Das finde ich ein bisschen schade. Ich sehe nicht, wie viele Betten ich habe und brauche. Was? So, das ist passiert. Hier geht der Typ hin. Ah, kann das sein, dass in Siedler 3 das schon standardmäßig so ist, dass... Nee. Ich dachte für einen Moment, wobei doch, der ist doch schon vorher hingelaufen. Weil in Siedler 4 werden Gebäude ja erst beliefert, normalerweise, wenn der entsprechende Siedler da schon drin ist. Und wenn man es im Vorfeld machen will, muss man halt Start-Stopp machen. So, macht mir mal bitte hier die ganze Geschichte. Wir haben zu wenig Holz. Ist einfach so. Kannst die Betten ja sehen. Sieht damit. Ja, aber es bringt mir nichts. Bringt mir nicht wirklich was. Die Soldaten zählen nicht mehr dazu, oder?
Weil ich habe das Gefühl, S3 ist, was Betten angeht, strenger. Genau, Soldaten nicht mehr, aber alle anderen. Weil S4 nimmt ja auch noch die, hier die Spezialisten, Planierer und Bauarbeiter aus. Und halt auch alle, die in die eine eigene Wohnstätte, also die in ihrer Wohnstätte leben. Ja, in ihrer Arbeitsstätte. Hello. Und da ist die Fähre auch schon voll. Komm, wir bauen noch eine. Dann baut mal die Goldschmelze bitte zu Ende. Die Goldmine liegt voll. Hier kann ich leider kein Lager bauen. Das ist echt kacke. Wo sind Schwerter? Da. Hast du die Missionsbeschreibung nicht gelesen? Nein. Ich weiß, dass ich 3 Inseln zerstören soll. Es gibt aber 4. So what? Ich hab nen Förster, der ist hier. Lass mich raten, eine von denen ist total easy und eine von denen ist total OP. Oder eine von denen hat Gold, das ich erobern kann. Ich erkunde ja schon. Also die Grafikbugs sind trotzdem nicht schön. Moment, geh mal hier rüber. Wie sieht unsere Kampfkraft aus? 31%. Ich finde Inselmissionen okay, solange sie nicht erwarten, dass man jetzt mega viel mit Handelsschiffen oder so macht. Warte, ihr geht mal hier durch. Das Grün. Hier liegen Waffen rum.
So, wir haben drei Inseln gefunden. Hier ist nochmal, hier ist hellblau. Also wir haben orange, wir haben blau, wir haben dunkelblau. Wir haben, ja, und wir haben gelb und wir haben grün. Nee, ich finde das jetzt schon selber raus. So, wird auch mal Zeit, dass langsam das zweite Weingut fertig wird. Was ist hier oben? Hier liegt auf jeden Fall jede Menge Shit rum. Fast so, als wollte das Spiel, dass wir hier noch eine Siedlung bauen. Uff, nein, nein, ich will da keine zweite Siedlung bauen. Spiel, zwing mich nicht dazu. Das kannst du doch nicht machen. Das mit rotem Fleisch, der Platz reicht dafür nicht. Hier muss man mit Fisch arbeiten. Aber ich baue mal noch eine Fischerhütte. Aber was sollen wir denn da hier oben bauen? Hier ist ja gar kein Dings. Sag nicht, wir sollen hier Nahrung anbauen. Ich meine, wir haben doch gerade festgestellt, dass das hier reicht. Wie wäre es aber, wenn ihr mal das Gold fertig macht? Dass wir das Gold einlagern können. Eine schöne Insel, so fruchtbar. Nein! Welche von den, ja, ich habe meine Kampfkraft gesehen. Deswegen will ich ja, dass die das Lager fertig machen, damit die das Gold mal einlagern und meine Goldschmelze weiterarbeiten können. Mist, jetzt komme ich hier an das Ding. Ich hätte gehofft, hier gibt es jetzt irgendwie eine Insel voller Gold, das man einnehmen kann. Welche von denen sind denn am wahrscheinlichsten, dass die 70 Gold erreichen? Weil die sollte man ja dann vielleicht zuerst vernichten. Ja, dann komm mal hier rüber. Wenn du erkundest, siehst du das. Ich hab aber doch nur... Also... Kann ich das Handelsschiff... Ich kann das Handelsschiff steuern. Warte. Ja, Handelsschiff. Du hast eine gute Mission ausgesucht. Ich zweifle da noch.
Wenn du es auf normal spielen würdest, würde mir dir vielleicht helfen. Nein. Wenn es um Siedler 3 geht, möchte ich einfach nur Bildmaterial. Mehr nicht. Hallo? Hallo? Die Fähre zeigt doch hier extra an. Sag jetzt nicht, die gehen nicht auf Fähren. Sag jetzt nicht, die Pioniere gehen nicht auf Fähren. Muss näher ans Ufer, was? Ah, die geht nicht näher ans Ufer. Die geht nicht näher ans Ufer. So, runter kommen sie. Hier, die Soldaten gehen auch drauf. Wieso gehen denn jetzt die Pios nicht da drauf? Spiel, was soll das? Explain America. Sind so viele. Ja, aber ich habe auch wenn ich weniger selektiere, sonst geht's nicht. Ist doch nicht normal. Ganz ehrlich, dann scoute ich jetzt halt hier die Küsten entlang. Aber ich sehe hier trotzdem nicht, welche von denen hier am ehesten Gold einlagert. Also ich meine, die hier wird es glaube ich eher nicht sein, weil die hat wenig generell. Ich würde eher vermuten, die hier vielleicht. Oder die hier oben. Spielst du S3 nicht als Atlas United? Doch. Ich hätte vielleicht mal das Dings, die Kategorie wechseln sollen, aber... Sollte ich vielleicht mal kurz machen. ...46%. Nur Pios kann man Träger... Deswegen ja, also irgendwie müsste ich ja Träger darüber kriegen. Das war mein Gedanke. Ich überlege aber gerade, wenn die schwächeren Gegner auch schon Gold einlagern, dann kann ich ja versuchen, die schon zu erobern. Und da die schon ein bisschen Kampfkraft pushen. Okay, mein Tempel läuft voll, das heißt, wir brauchen noch einen. Der hat gar kein Lager. Spiel. Erzähl mir doch nichts. Zum einen haben wir mal ein Lager. Ich hab ein Lager hier.
Der vierte ist nur Zierde. Ja gut, dann macht es ja eigentlich Sinn, den Stärksten schon mal in Ruhe zu lassen. Aber im Moment sieht keiner von denen aus, als... Also ich meine, gut, wir haben hier ziemlich viel... Wobei, wir haben ja Diebe. Sieht die KI Diebe? Weil in S4 wird sie ja von Spezialisten magnetisch angezogen. Also da ist nichts mit geheimen Missionen. Mal gucken, 51% ist immerhin schon mal eine Verbesserung. Ah, das ist ein Handelsschiff. Wann kommt der nächste Anime-Dating-Simulator? Weiß ich noch nicht. Erstmal möchte ich gucken, wie die Reaktion auf YouTube ist. Tatsächlich kommt der erste Teil von KFC kommt morgen. So, ihr geht hier drauf. Boys and Girls, bitte betretet die Fähre. Probieren wir mal die Bios auf die Insel. Mir würde es reichen, wenn jetzt die Diebe auf die Fähre gehen würden. Arbeitsverweigerung, ja, ich merk's. Na gut, dann halt auf die harte Tour. Dann machen wir es halt anders. Vielleicht geht das nicht auf leicht oder nur auf normal. Danke. Ich spiele ein Spiel, was ich halbwegs kann auf normal. Aber nicht eins, wo ich jedes Mal schon mit der Benutzeroberfläche kämpfen muss. Hi Zocker 777, willkommen zum Stream. Was 7777, so rum. Aber nur so lernst du es. Ich will nicht lernen. Ich will nur Gameplay-Footage, damit ich das bei den Siedler 5-Videos dann in den Hintergrund packen kann. Alles andere ist mir ziemlich egal. Was? Nein, 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 nein. Pack die Schwerter hier rein. Und dann kann nämlich hier alles eingelagert werden. Warum haben wir keine Kohle? Jetzt mal ehrlich, wieso haben wir keine Kohle? Jetzt sag nicht, dass das Fisch schon aus ist.
Ja, es ist Fische eingestellt. Und auf der Insel, auf die Insel oben haben wir vorhin festgestellt, kommen wir nicht hin. Karten passt aber auch nichts drauf. Geht denn nicht langsam der Stein aus? Es geht. Wir bauen ja fast nichts. Die Pius müssen doch auf die Ferien. Tun sie aber nicht. Du musst auf die andere Insel. Das ist schlecht, weil, wie wir sehen, tut sich hier nichts. Ich meine, ich habe gerade die Überlegung, ob es vielleicht an den Modernisierungen liegt, aber ich meine, die Diebe wollten ja auch nicht. Ich meine, wir können mal speichern und neu laden. Wir haben einen Fuß. Stopp. Nö. Funktioniert nicht. Computer sagt nein. Wir brauchen noch eine Kohlemine, wenn es geht. So. Autorekrutierung. Gib mir meine Schwertkämpfer. Wie eine neue Fähre, auf der noch keine Soldaten. Was? Die Zeit ist oben rechts. Ich muss tatsächlich Alt und F4 drücken, damit die. Hier! Die Soldaten gehen anstandslos drauf! Da wird nicht gemeckert. Die gehen sogar auf die nächste Fähre, wenn die eine voll ist. So viel Eigeninitiative würde ich mir von meinen Siedler 4 Soldaten manchmal wünschen. Langsam wird die Zeit knapp. Ja, welcher ist denn am wahrscheinlichsten, dass der voll wird, dass der sein Gold macht? Ich würde ja sagen, blau und der da. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich diese Mission im Zweifel nicht machen muss. Die gehen sogar automatisch rüber. Ich bin begeistert. Ich wäre beeindruckt, wenn das in Siedler 4 auch funktionieren würde.
Aber ich habe auch das Gefühl, also dachtest du nicht, 3 bis 4 Fischer reichen? Weil ich habe hier 7 und das kommt nicht hin. Das macht auf allen S4 Maps auch S3 Guides auf normal. Nein! Das S4 ist schon ein Lebenswerk. Machst du die S4 Multiplayer-Karten? Nein. Also, die Einzelspieler-Karten, ja, und auch die. Teilweise auch die gemischt, die, wo es versteckt ist, und also die Koop-Karten, zum Beispiel hier United Nations und so, aber. Sammelt überhaupt irgendeiner von denen Gold? Weil der hatte auch nirgendwo ein Lager. Nur der Grüne. Der Grüne war hier oben, ne? Ja. Na gut, wir haben ja festgestellt, mit denen müssen wir uns gar nicht befassen. So, wir haben hier eine Fähre, auf der noch nichts war. Eine jungfräuliche Fähre. Gucken wir doch mal, ob jetzt da ein Pio drauf geht. Ne, keine Chance. Ist aber auch in der Mitte. So. Die gehen sogar direkt auf beide Fähren, das ist mega nice. Warum hat S4 da so einen Rückschritt gemacht? Ich verstehe es nicht. Explain America. Nicht türkis, sondern gelb. Gelb ist. Nee, es ist orange. Hier ist gelb. Ja, dann gehen wir doch mal hier rüber. Statten wir dann doch mal einen Besuch ab. Aber ich liebe es ja auf der einen Seite, wenn ein Spiel meint, mit einem unsichtbaren Zeitlimit arbeiten zu müssen, wo sich dann rausstellt, dass die Drohung mit dem unsichtbaren Zeitlimit sowieso komplett für die Tonne war. Aber es mit den Farbwolken ist schon cool. Die Heater sind einfach lebende Farbbomben. Das sind alles L1er, oder?
Nur leicht, aber niemand interessiert sich für normal. Wow! Ich bin beeindruckt. Es sind einfach zwei Türme. 100 kk gegenüber zu dir. Ja, also in S4 macht das einfach mal rein gar nichts. Weil L3er, ich weiß nicht, wie es in S3 ist, aber L3er sind in S4 einfach viermal so stark wie L1er. Also wenn nicht gerade 25 zu 100 Kampfkraft ist, ist es halt, selbst dann ist es eigentlich immer noch von Vorteil für die L3er. Doch, deine Pews interessieren sich so, also würden sie auch schon auf die Fähre gehen. Ich werde das gleich bei Settlers United melden. Komm, ist mir jetzt egal, ich heile die jetzt nicht extra. Also meine Fresse, ich habe hier genug Soldaten. Oh, ich glaube, es sind sogar nur 7 Soldaten pro Fähre. Das ist echt krank. Okay, die KI kommt einfach auch gar nicht klar mit den Kämpfen. Wie kann man die Karte jetzt eigentlich verlieren? Theoretisch, indem einer der Gegner 70 Gold sammelt. Weil S3 hat sich noch die Mühe gemacht, Niederlagebedingungen für alle Karten zu definieren, insbesondere für die Inselkarten, wo S4 halt gesagt hat, ja, kannst halt nicht verlieren. Was hältst du von den Speerträgern? Ich finde es schade, dass die in S4 rausgekattet wurden. Also S4 hätte sie echt gebrauchen können. Einfach um halt auch die Dominanz von Bogenschützen ein bisschen zu dämpfen, weil hier sind ja Speerkämpfer auch so die Tanks. War hier eigentlich irgendwas drauf? Ja, hier war Türkis. So, wir sehen ja jetzt, ob irgendwer irgendwas gemacht hat. Ach du Kacke. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal einen Tempel bauen. Und dann müssen wir wohl mit Geschenken arbeiten.
Vorausgesetzt, man kriegt hier mal irgendwo Dinger drauf. Ja, aber hier können halt Schwertkämpfer halt auch wirklich die... Wenn du diese Mission mochtest, wirst du die nächste lieben. Oh nein. Okay, wir heilen mal unsere ganzen Soldaten. Und dann gehen wir zu Türkis rüber. Dir ist klar, dass ich aber Missionen einfach skippen kann, wie ich fröhlich bin, ne? Das wäre ja langweilig. Nö, da ich es ja wirklich ja nur für das Footage mache, ist es völlig egal. Gib mir einen Ort, wo ich den scheiß Tempel bauen kann. Ihr stellt mal schön die Arbeit ein. Wow, es kommt sogar noch ein bisschen Fisch an. Okay, jetzt sind sie mal hier ein bisschen widerspenstig. What? Greif gefälligst an. Er hat ja ein Lager, wo nichts drin ist. So, müssten wir danach nicht eigentlich sogar gewonnen haben? Ich meine, wir haben dann sogar 4 Inseln erledigt. Aber gut, ich glaube, das hier war sogar der gleiche Spieler. Zwei Goldbarren hat das schon nach fast 2 Stunden. Orange, gelb und grün. Was mit den anderen? So, ob ich jetzt alle Türme abreißen muss, nur um die Soldaten wiederzukriegen.
So, gib mir den Priester. So, göttliche Gabe. Was? Nein. Ich meine, die Karte ist bestimmt cool, wenn sie funktioniert, aber wenn halt. Wenn man halt keine Pioniere verschicken kann, dann ist das halt Kacke. Letzte Mission der Ägypter. Ich werde jede Mission, die du mir nennst, wahrscheinlich meiden. Ich spiele wahrscheinlich eher noch Siedler, das Erbe der Könige im Stream, weil ich davon auch wahrscheinlich nochmal Footage brauchen werde. Warte, gab es hier irgendwo einen Flecken, wo wir das abladen konnten? Hier. Nervöse F12-Finger. Tja. Wenn die Karte meine Zeit verschwendet. Oh, Boys. Jetzt geht's aber los. Wow, sie verwenden sogar Magie. Und greifen aber trotzdem nicht an. Lassen sich abmetzeln. Was für ein Pro. Haben die sich ganz schön gewehrt. Und ja, hier werden sogar Zauber, aber es bringt halt nichts, wenn die KI ihre Soldaten nicht zuschlagen lässt.
Aber Hauptsache für Holz haben sie gesorgt. Die KI kann dich nicht ernst nehmen, weil du nicht auf normal spielst. Ich weiß schon, wie ich den Wort nenne. Die KI ist so programmiert, dass sie erst zum Turm rennt und der angeführt und erst dann setzen sie sich zu. Ja, da war was. Da habe ich mal was zu gelesen. Dass die S3-KI tatsächlich so lost ist. Rose, könnt ihr vielleicht mal hier drüben bleiben? Och, Leute. Also das war jetzt auch wesentlich verlustbehafteter, als es jedes Recht hat zu sein. Wie willst du denn den Wort nennen? Ich sammle Siedler 3 Gameplay-Footage und mein Chat disst mich dabei. Hallo? Hallo? Spiel? Meine Fresse, was für eine Scheiß-Map. Beziehungsweise die Map wäre vielleicht sogar noch gut, aber... Die Map will ich erst recht nicht auf normal spielen, wenn die Pioniere nicht funktionieren. Beziehungsweise wenn die Fähren mit Pionieren nicht funktionieren. Das muss ich... Also ich, das melde ich an, das ist United, das geht gar nicht. Da muss irgendwas... Wir können mal gerade testen. Wir testen mal ganz kurz, ich will das jetzt wissen. Liegt's an den Modernisierungen? Unser schlimmster. Na, interessiert mich jetzt nicht. So, pass auf. Spielstand laden. Kampagnen. Boom. Nee, hier kann ich das nicht einstellen. Set das United-Einstellungen? Wo ist denn das? Einzelspiel? Wo konnte man das einstellen? Einstellungen, so, Modernisierungen. Weil das müsste sich ja jetzt auf die Kampagnen übertragen. Pass auf, wenn wir jetzt hingehen. Wo ist die Werft? Hier ist die Werft, so. Wir können keine Dings einstellen. So, wir setzen mal hier das hin. Wir bauen eine Fähre und wir setzen auch schon mal direkt ein paar Pios. So, mal gucken, funktioniert das jetzt? Nein. So, und damit jetzt auch wirklich es für alle durch ist. Wir haben einen Bap, bap, bap. So, Kampagne. Normal.
Spielstand laden. Kampagnen, Römer Mission 5. Weil ich glaube, auf normal diese Karte ohne, also wenn sie so funktioniert, wie sie konzipiert ist, wird diese Karte auf normal unmöglich, wenn man keine Kolonie machen kann. Ach Quatsch, das ist eine Anlegestelle. Sollte vielleicht auch wirklich eine Werft bauen. Warum ist die Werft und die Anlegestelle auf einem unterschiedlichen Reiter? Wer hat das designt? Das verstehe ich auch nicht. Hier, alle Schmelzen? Nee, hier, alle Schmelzen und Minen sind auf einer Seite. Bis auf die Waffenschmiede, weil die Waffenschmiede, die macht ja Waffen und deshalb kann man die zu den Militärgebäuden packen. So, jetzt. Also ich würde behaupten, unter diesen Umständen die Karte auf normal zu spielen, ist ein bisschen utopisch. So, also, jetzt wo das geklärt wäre, verabschiede ich mich für heute Abend. Wir sehen uns dann am Donnerstag, wenn es wahrscheinlich mit Siedler weitergeht. Einmal die Kampagne, vielleicht machen wir dann auch nochmal, vielleicht machen wir dann auch wieder sowas hier, wo wir dann wieder ein bisschen Gameplay-Footage für zukünftige Videos aufnehmen, weil ich finde sonst dazu nicht wirklich die Gelegenheit. Ich danke fürs Dabeisein, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.